Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. Wollt ihr mal was ganz Süßes sehen? Psst. Ihr schlaft, die Schweinchens. So, ich wollte eigentlich nur gucken, wie es denen so geht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit dem Zaun so gut geht oder ob die da jetzt auch rausrennen oder nicht. Werden wir noch herausfinden, denke ich mal. So, jetzt müssen wir hier einmal kurz Felderkontrollnuckeln machen. Hier, Hafer sieht gut aus. Ich mache das nämlich immer... Ah, okay, eins fehlt noch. Okay, gut. Oh, das ist Weizen. Das ist ja nicht so interessant. Das hier ist nicht Hafer. Hier haben wir Mohn. Kohl. Ja, das soll ja hier auch nochmal ein Kohlfeld werden. Mal sehen, ob sie es heute den restlichen Tag schaffen. Oder nicht. Zur Not werde ich da auch nochmal ein bisschen nachhelfen. Achso, hier oben war nochmal Hafer. Und hier haben sie auch noch nicht ganz fertig durchgezogen. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass vielleicht wieder die Säcke ausgegangen... Nee, die Säcke gehen nicht aus. Oder doch? Wir produzieren halt hier deutlich mehr mittlerweile. Deutlich, deutlich mehr. Dementsprechend, ne? Kann das auch sein, dass hier... Nee, 88 Säcke sind noch da. Wir haben auch noch 40 Holzhacken. 2 Kupferhämmer. 11 Eisenhämmer. Eine Eisensense. Scheint alles soweit da zu sein. Bronzesichel ist immer noch in Arbeit. Bronzeaxt. Ja, passt eigentlich ganz gut. Gut. Ja, jetzt auch 30 Eisenbahnen. Na, dann wollen wir nochmal schauen hier. Kalk. Wo ist denn der Kalk? Da oben. Boah, ja, da ist gut was drin. Nehmen wir uns mal 90 mit. Ich trage zu viel, aber das ist normal. Das heißt, jetzt gehen wir wieder auf Verputze-Modus. Und schauen, dass wir jetzt hier nochmal das eine oder andere verputzt kriegen. Ich muss halt auch noch die ganzen Holzwände hier mit Tonbewurf machen. Es wird schwierig. Wird schwierig, auf jeden Fall. Aber ich muss halt gucken, dass jetzt meine Dorfbewohner müssen jetzt halt mal ein bisschen mehr dazu kriegen. Oh, ja. Das ist eigentlich erst das nächste Haus. Erstmal muss das hier fertig gemacht werden. Was habe ich denn hier gemacht? Na, mal gucken. Wir haben jetzt ordentlich Kalkstein. Das hat sich jetzt ordentlich angesammelt. Dank den Gräbern. Das heißt, wir verkalken das jetzt hier. Das dürfte ja jetzt passen. Und dann brauchen wir demnächst jetzt auch noch Wolle. Aber jetzt will ich erstmal das mit den Schweinen soweit regeln. Da bin ich mal echt gespannt. So, das scheint jetzt komplett verputzt zu sein. Ich gucke nochmal von drin. Jo, sieht gut aus. So, dann nehmen wir hier das nächste größere Häuschen. Auch das wird nochmal nachgeputzt. Soll ja auch anständig aussehen hier. So. Weil das mögen die Dorfbewohner so ein bisschen mehr, wenn die Häuser halt verputzt sind. Und dadurch, desto höher die Zustimmung ist, desto mehr strengen sie sich in ihrem Beruf an, in den sie eingeteilt sind. Und dadurch kriegen wir halt auch schneller die Punkte zusammen. Gut, dass einige übertreiben, wie jetzt hier zum Beispiel unsere Dame hier, die ist ja recht fix auf 10 hochgekommen. Das war ja in Nu erledigt. So, jetzt muss ich aber trotzdem einmal nochmal zum Lager und mir wieder was Neues holen. An Kalkstein. So, nehme ich nochmal 90 mit. Und dann verputzen wir da hinten nochmal weiter. Oh, mit weißen Häusern sieht es schon geiler aus.
Aber halt auch die Grabungsschuppen und ähnliches wurde ich schon in den Kommentaren aufgeklärt. Und wenn man die jetzt auch nochmal absetzt, dann fühlen sie sich da auch nochmal ein bisschen wohler drinne. Plus Tonbewurf, das wird ein bisschen schwieriger. Das war ja Ton und ich glaube Dung, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wurde doch so komisch hergestellt. Da habe ich jetzt gerade keinen Plan. So, machen wir erstmal hier oben die Wand nochmal. Gut, hier oben nochmal. So, und sollte ich jetzt wirklich nochmal Häuser bauen, dann baue ich jetzt auch wirklich nur noch große Häuser. Damit es sich dann auch richtig schön lohnt. Das heißt, die nächsten Familien, die wir uns zuholen, die kriegen riesige Häuser. So, das hier ist auch soweit fertig. Wunderbar. Ah, hier ist doch noch ein... Hier sind doch noch welche, die noch nicht fertig sind. Achso, das ist ja die andere Reihe, ja? Gut, mach ich erstmal hier weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen mit unserem Kalkstein, den wir jetzt gesammelt gekriegt haben. Auf jeden Fall... ordentlich. Ich weiß auch nicht, ob die Bauhütte... auch sowas durchführt. Möglich wär's. Geh mal davon aus, ja. Weil bis jetzt wurde eigentlich an alles soweit gedacht. Dass auch verputzt wird automatisch. Oder repariert und so. Deswegen, so Bauhütte. Das wäre, glaube ich, schon das nächste Projekt, aber. Na komm, ich. Nehmen wir jetzt nochmal 90 raus. Die verputzen wir jetzt nochmal. Dann müssen wir nur noch gucken. Ah, Geralt! Hello, Mister! Hello, Mister! Oh! So, auf Wiedersehen. Da spielt er hier ein bisschen rum im Dorf. Oh, die anderen werden ja jetzt auch die nächsten 2 Jahre alt. Dann haben wir ja hier richtig schöne kleine Familien, die hier durch die Gegend laufen. Oh, cool. Putzen. Muss wieder eingestellt werden. So, dich als Haus durften wir ja noch fertig kriegen hier. Dürfte nicht das Problem sein. Jetzt ist noch die Frage, hat das Bauhaus auch eine Reichweite? Das wird mich ja jetzt mal auch interessieren. Wie gesagt, es ist halt das nächste Gebäude, was wir jetzt gekriegt haben. Eigentlich müsste ich es ja nur rein theoretisch schon mal aufbauen. Um einfach zu gucken, was wir damit einstellen können und ähnliches. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch eine Fischerhütte, die jetzt useless ist, wieder mal. Immer kein Fischer mehr. So. Oh, soweit, so gut. Geht gut voran. So, das letzte Material hier. So, dann könnten wir doch rein theoretisch hier hinten was ist denn, die müsste dann unter Produktion sein, ne? Bauhütte, Werkstatt, Schmiede, Nähereien, Küche, Küchen, Schenke. Nein, unter Lager? Irgendwo hatte ich das schon mal gesehen. Dienstleistung war das. Och, ist die süß. Och, ist die goldig süß. Ja, 8 Steine bräuchten wir dafür.
Ich würde mal noch mal ein paar Holzbalken mitnehmen. Es gab jetzt keine weitere Version davon. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sie auch relativ spät freigeschaltet ist. Dass wieder Holzschindeln benutzt werden. Möglich. Also Holzstämme auf jeden Fall. Davon gehe ich mal stark aus. Nehme ich mal 30 Stück mit. Und natürlich jetzt noch mal die 10 Steinchen da. Schleppen wir uns da mal kurz hin und dann gucken wir mal. Bauhütchen. Die macht mich ja schon ein bisschen neugierig, ne? Aber gut, dafür brauchen wir dann auch Hämmer, dass die dann halt auch hämmern. Riecht mich immer auf, wenn hier irgendwo noch Stöcke rumliegen. Und das da sieht auch nicht so ganz genius aus. So, aber ich wollte jetzt hier sowieso auch demnächst bald mal so ein bisschen Deko hinsetzen. Damit das hier nicht mehr so fade aussieht, weil wir haben ja jetzt langsam schon, ne, ordentlich was drinne. So, was brauchen wir jetzt? Stämmchen brauchen wir jetzt. Und das sind Stöcke und Holzwände. Also Flechtwände. Na gut. Mit Strohdach natürlich. Gut, Stroh und Stöckchen brauchen wir. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher gedacht, okay, gut, das wird dann halt ein bisschen holziger, kann man sagen. Ein klein wenig holziger. Aber na gut. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. Das heißt, wir brauchen die Stämme nicht. Die Steine nicht. Wir brauchen Stöcke. Ja gut, dann muss ich ein paar mehr mitnehmen, ne? Also sollten nicht zu wenig sein. So, und Stroh. Und dann eigentlich müsste ich jetzt wirklich auf den nächsten Wechsel warten, ne? Das Kalkstein verarbeiten, das geht ja immer recht fix. Es recht mit unserer neuen Skillung. Na gut, dann machen wir jetzt hier nochmal Flecht fertig. Nochmal den. Hat man schon angefangen. So, nochmal zwei. Und jetzt geht's richtig zügig. So. Na komm, Ragmir. Bisschen durchziehen hier. Das Bauhütchen muss fertig werden. Bin mal echt gespannt, ob man da alles einstellen kann. Oder ob man die dann einfach nur zuweist und die machen das dann vollautomatisch. Ah, es ist, Neugier halt. Einfach nur die Neugier. Ich will sehen, wie meine Leute dann hinrennen zu meinem Bauplan und dann einfach nur loslegen. Und ich stehe einfach nur daneben und guck zu. So, Bauhütte ist fertig. Okay, dann gucken wir mal. Bauhütte, das müsste ja dann Dienstleistung sein. Ein Arbeiter, okay. Und keine Gebäude. Lager, auch nichts. Arbeiter, die hier beschäftigt sind, reparieren ausgewählte Gebäude. Habe ich mir das doch falsch vorgestellt? Habe ich mir das doch falsch vorgestellt? Möglich, möglich. Na gut. Ich dachte, die bauen dann auch für mich. Ich baue denen das dann nur hin und dann bauen die das für mich. Aber na gut. So, jetzt machen wir erstmal Fallen. So, wir wollen Steine. Das bauen wir dann noch.
Hier Rattenfalle, brauchen wir nur Stöcker für. Dafür brauchen wir Leingarn. Das ist nicht so optimal. Das heißt, ich nutze jetzt erstmal nur die Hasenfalle und ich brauche einfach nur ein paar Steinchen. Das ist so. Dürfte nicht das Problem sein, ein, zwei Steinchen hier mitzunehmen. So, dann gucken wir mal. So, Haferkorne sind noch genug da. Dürfte alles noch an Arbeit sein. So, nehme ich mal kurz 10 Steinchen. Dann machen wir jetzt hier Fallen. Machen wir mal. Wie ich jetzt mal interessieren würde, wenn ich das jetzt mal direkt hier hinter der Kräuterhütte aufsetze. Ja? Ob das denn trotzdem funktioniert? Rein theoretisch hat das ja sonst, egal wo ich es hingesetzt habe, immer funktioniert. Das hat nur eine Zeit lang gedauert, bis da was drin war. Und noch eine Rattenfalle. So. Mehr Fallen können wir leider nicht aufstellen, weil dafür bräuchten wir jetzt einen Pirk, den ich schon nicht habe. So, verschiedenes. Was haben wir hier? Wir haben hier noch einen Zuber. Also Waschzuber. Eine Zielscheibe könnte ich noch machen. Ja gut, haben wir jetzt noch nicht so. Und Vogelscheuche, aber auch Leingewebe, Leingarn. Das ist das, was wir momentan noch nicht so richtig stark produzieren, ne? Blumentöpfe haben wir noch gar keine, so wirklich. Aus Stein, aus Ton, aus Brett und Eisen. Aus Holz. Aha. Okay. Beleuchtung. Da hätte ich gerne halt die Laterne. Aber dafür brauchen wir Wolle. Also Wollgarn. Auch da sind wir noch nicht so weit. Holztisch. Baumstammtisch. Mhm. Ansonsten Sitzmöglichkeiten haben wir halt nur die Baumstammbank. Die hölzerne Bank hätten wir auch mal nehmen können jetzt. Aber gut, kostet auch noch mal ordentlich was. Und ansonsten hätten wir sonst nur noch Feuerchen. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal gucken, dass wir vielleicht mal ein paar Waschzuber kaufen vor allen Dingen. Bauen. Kaufen wollen wir es ja nicht. Selbst ist das Dorf. So. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einfach mal so 100 Bretter, würde ich sagen. Ja, fast. Wow, 90. Weil die sind schon sehr, sehr schwer. Ich habe ja hier noch anderen Rest. Den lege ich mal kurz ab. Den brauche ich ja jetzt nicht mehr. Sonst habe ich ja jetzt auch eigentlich nichts Schweres dabei, bis auf noch eine Fackel. So, Dekoration. Jetzt gucken wir mal. Waschzuber. Die können wir auch nicht drinnen bauen, ne? Dass man drinnen waschen kann. Ne, für drinnen ist dann wieder was anderes. Gut, das heißt, wir können die nur draußen bauen. Also zum Beispiel hier. So, einmal ein hin. Waschzuber einmal mit Wasser. Und dann werden die einfach nur hingeplopst. Okay. Ist jetzt mein erster Waschzuber hier so wirklich. So, hier stellen wir auch nochmal einen hin. So, hier machen wir jetzt auch nochmal so zwei, drei Dinger hin. Lass mich raten, dafür brauchen wir dann... auch dementsprechend den Wasserträger. Na, ich muss sowieso mal gucken. Ich will mal ausprobieren. Einen können wir aber noch hinsetzen. Schön vors Haus hier. So. Sieht es hier nicht mehr ganz so übelst trostlos aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich bräuchte dann halt einen Eimer. Wir haben hier nochmal 15. Und hier nochmal 5. Den Rest kann ich ja dann in Wasser schmeißen. So, die Bretter packen wir wieder weg. So, dann einmal hier Wasser holen. Weil unsere Dorfbewohner trinken schon mittlerweile relativ viel.
So, einmal Wasser geholt und jetzt bin ich mal gespannt. Füllen. Ein Bad nehmen. Ist das cool? Na gut, dann lasse ich euch mal allen Bad ein. Glaubt zwar nicht, dass das was bringt, aber... Gibt jetzt ein bisschen Badewasser hier. Für die stinkigen Dorfbewohner. Können sie sich alle mal ein bisschen waschen. So, kann ich eigentlich auch aus Eimer Wasser trinken? Tatsache. Ich kann auch aus einem Eimer Wasser trinken. Gut, dann fülle ich jetzt die Eimer wieder auf, die ich jetzt verbraucht habe. 15 Eimer haben wir schon verbraucht. Ei! Die Waschzuber werden aber wirklich sehr voll gemacht. Okay, aber ja gut, ist ja auch eine Riesenwanne, ne? Also Riesenschüssel und ich habe sie bis zum Rand gefüllt. Das ist ja dann, denke ich mal, normal. So. Dann schauen wir jetzt hier mal, dass wir das Wasser wieder loswerden. Gut, dann schauen wir mal kurz in die Verwaltung. Oh, sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wasser ist gedeckt. So, jetzt sieht ja eigentlich auch wieder alles im grünen Bereich aus. Na, das dürfte jetzt erstmal passen. Gut, dann gönne ich mir jetzt mal kurz meine Karöttchen. Jetzt können wir hier eigentlich mal drüber gucken. Die sind wirklich fertig mit der Feldarbeit. Gut, das können sie ja noch nicht anbauen. Das ist aber nicht so weiter wild, weil das ist nicht die Jahreszeit dafür. Aber sie sind wirklich alle fertig. Ich könnte sogar noch mehr Felder ansetzen, wenn ich es könnte. Das Problem ist halt nur, wenn ich noch mehr Felder mache, das kriegen sie ja gar nicht mehr unter. Ah, ich könnte jetzt hier nur noch weiter nach oben gehen, ne? Was anderes kann ich nicht machen. Oh, das ist schon schwierig, ne? Aber die Felder, die ich jetzt habe, die reichen eigentlich erstmal. Ich müsste jetzt halt gucken, dass ich hier für die Plantage nochmal das eine oder andere zusammenkriege. Wie spät haben wir es jetzt? Was sagt die Uhr? 16:40. Nein, die nächste Jahreszeit kann ich ja noch nicht schlafen. Ist ja noch Arbeitszeit hier. Ansonsten... Na gut, ich könnte jetzt noch mal ein bisschen was essen. Nur für den Fall der Fälle. Nein, da ist jetzt wirklich ein Hase drinne. Okay. Da war jetzt wirklich ein Hase drinne. Aber irgendwas skillt mich ja denn sowieso hier. War das nicht Jagen? Ich glaube, das war es nicht, ne? Doch, Fallenmeister, das müsste doch dann unter Jagen gewesen sein, weil da sind wir immer noch sehr schlecht drinne. Diplomatie, ja gut, das ist ja halt Handeln, ne? Und die... Gut, Gewinnung könnten wir eigentlich nochmal machen. Da müssen wir mal gucken. Muss ich aber erstmal schauen hier. Hier wird jetzt noch weiter gearbeitet. Stimmt, habt ihr mir jetzt eigentlich Dünger in Kiste gelegt schon? Also Tieressen. 54. Oh mein, mir geht der Dünger aus. Mir geht echt der Dünger aus. Die Felder müssen danach alle neu beseelt werden, ne?
Gut, dann machen wir es anders. Dann baue ich doch nochmal. Das ist zu wenig. Ich brauche mehr Schweine. Und 5 werden nicht ausreichen. Ist die Frage, jetzt hatten wir das jetzt hier so einfach dran geheftet. Oh, ich würde hier noch ein zweites Gehege daneben hinkriegen. Ohne Probleme sogar. Na gut, dann können wir hier auch gleich schon den Zaun mit einstellen. So. Gut, hier jetzt auch nochmal schön dran. Aber mit dem Türchen bleiben sie jetzt auch alle drinnen, ne? Ja. Okay. Gut, das heißt, ich muss dann auch eine Tür reinsetzen. So. Mach ich anders. Ich mache jetzt erst die Tür rein. Vielleicht wäre das jetzt schlauer. Ist ja so ungefähr auf dieselbe Höhe wie die andere. Und setz von dort aus dann den Zaun dran. Das müsste sich doch leichter verbinden lassen. So ungefähr. Und so ungefähr. Das dürfte passen. Muss ich halt noch gucken, dass ich noch mehr Schweinchen kriege. Na gut, kommt ja jetzt alles nach der nächsten Jahreszeit. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal Steine, Stöcke, Holzstämme und ich glaube Stroh war da jetzt oben drauf, ne? Ich glaube schon. Das heißt, wir brauchen Steine. Da. Davon nehmen wir 8 Stück mit. Dann nehme ich jetzt mal 20 Holzstämme mit. Ich denke mal, die dürften dann auch ausreichen. So. Und dann brauchen wir jetzt noch Stock. Na gut, ich werde ein bisschen mehr brauchen als nur 100 Stöcke. So, und nochmal Stroh. Gut, das dürfte reichen, um das noch einmal kurz fertig zu kriegen. Oh, Arbeit wurde gerade eingestellt. Da laufen die Leute gerade über das Feld. Dann haben wir nämlich noch einen Scheunknecht brauchen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob auch 2 reichen und mehr Scheunknechte nötig sind. Da müssen wir viel rumprobieren. So ist ein Stein. Nee, einen Stein wollen wir nicht. Gut, dann machen wir jetzt noch mit den letzten Wimpern hier das Schweineställchen fertig. Dürfte ja nicht das Problem sein. So. In der Hoffnung, dass wir dann auch wirklich genug Dung produzieren. Ich weiß ja nicht, ob wir mehr Dung produzieren, je mehr Tiere wir haben. Rein theoretisch müssten wir es ja. Oder desto besser der Arbeiter ist, der dafür eingestellt ist. Das müssten wir mal austesten. Weil wenn das beides wäre, ja okay, ist ja kein Problem. Noch ein Schwein gekauft, das ist, ich weiß ja jetzt wo. Noch. Betonung liegt auf noch. So. Haben wenigstens auch schon mal ein bisschen was Dekoratives gemacht. So. Und es wird dunkler und dunkler. Ich muss mich beeilen. Meine Frau wartet doch schon zu Hause mit Kind auf mich.
Nur der Papi, der macht immer Überstunden. So, jetzt noch hier das Dach. Und dann dürfte es doch fertig sein, oder? Jawohl. Schweinestall abgeschlossen. Gut. Kann man hier zwischen sogar noch eine Laterne setzen. Wäre doch optimal. Und die Schweinchen schlafen auch schon alle. Na gut. Schweinchen gehen heute früh ins Bett, habe ich gehört. So, dann können wir jetzt nochmal wirklich schauen. Nicht, dass irgendein Feld jetzt nicht gemacht worden ist, aber dürften ja. Hatte ich ja vorhin schon geguckt. Gut. Das passt. Das heißt, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann kommt schon die nächste Sommerperiode. Und dann müssten ja eigentlich auch nochmal ein paar Mütter zurückkommen. Da bin ich ja mal echt gespannt. Das wird wieder ein bisschen Einstellfolge, aber gehört halt auch mit dazu. Gut, kann ich mich schon schlafen legen? Ja. Ab bis zur nächsten Jahreszeit. So, fahrender Händler. Ein fahrender Händler besucht deine Siedlung. Er präsentiert dir deine Waren und erzählt dir Geschichten über die fernen Länder, die er bereist hat. Außerdem sagt er, dass er dir ein paar Kunstgriffe beibringen könnte, mit denen du bessere Geschäfte machen könntest. Für einen Preis, versteht sich. So, zeig ihnen, dass du mehr weißt. Ja gut, Diplomatie, Fähigkeiten Level 10 von 10. Sind wir erst bei 5. 200 Münzen ihm geben, um meine Fähigkeiten zu bessern. Also, ja. Sicher, ich könnte ein paar gute Ratschläge gebrauchen. Plus 1000 Fähigkeitspunkte in Diplomatie. Minus 200 Münzen. Damit ist Diplomatie besser geworden. Das ist cool. So, das heißt, den können wir auch gleich... Oh, 2 Punkte. So, guter Gastgeber... Egal was ist, inspirierende Rede. Egal was ist, es kommt als allererstes. Das Geld ist nebensächlich. So, wir haben jetzt hier auch wieder eine Quest. Jetzt habe ich gerade die Fallen gesehen und habe mir gedacht, what? So, 2 sind aus dem Mutterschaftsurlaub wieder zurück. Ich dachte, das wären 3 gewesen. Na gut, 2 sind auf jeden Fall schon mal besser als gar nichts. Und... Die Standbesitzerin ist jetzt auch schon schwanger. Okay. Okay, warum freut ihr euch jetzt so krass auf einmal? Wir haben jetzt 2 neue Geburten, ne? Sieht so aus. So, hier sieht noch alles gut aus. Aha, Holzschuppen muss repariert werden. Gut, das kriegen wir hin. Das ist nicht das Thema. Bei den Lagern sieht noch alles gut aus. Näherei. Der Stall, ja. Jeweils in jeder Scheune fehlt einer. Hier fehlt der Knecht noch. Und hier fehlt jetzt der Knecht. Okay. Die Knechte sind irgendwie raus. Wir haben jetzt nur Landwirte drin. Gut. Jagd, Gebäude ist alles auch soweit beim Alten. Das heißt, wir haben jetzt nur 2 dazu gewonnen. Unsere Holzschuppen sind auch noch nicht mehr ganz im Betrieb. Häuser ist auch alles okay. Na gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, was wir jetzt demnächst machen müssen.
Einmal auf jeden Fall einen Holzschuppen reparieren. Das dürfte nicht das Schwierigste sein. Ich weiß die beiden Damen dann wieder was zu. Das heißt, wir haben jetzt sogar schon zwei weitere kleine Heinzelmännchen hier rumrennen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, wie gesagt, zwei Mütter haben wir jetzt noch vom Status her. Es würde mich aber interessieren, hier ist nichts passiert. Gut, 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 gut. Könnte ein bisschen dauern, aber passt. Wasser passt alles. Gut, dann betitel ich die jetzt beide mal neu. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.